In letzter Zeit arbeite ich ja in Zyklen. Und für jeden Zyklus, also damit ich den überhaupt beginnen kann, entwickle ich auch eine neue Technik. Dass das dann so und so auf dem Papier stehen soll oder so und so auf der Leinwand oder dass ich eine andere Wirkung haben möchte oder von der Technik her das Bild, also von dem Material her das Bild aufbauen möchte, erstmal. Das entwickle ich jedes Mal neu. Ich brauche das, um das als Grundlage zu haben. Und die muss von mir entwickelt sein. Ich zeig dir was. Das ist eigentlich mehr eine maltechnische Sache, hat immer noch so mit Wasser zu tun, was mein Thema vorher war, aber es ging mir darum, rein künstlerisch, weil ich sonst immer vom Hellen ins Dunkle arbeite, wollte ich mal, was sonst viele alte Meister können, vom Dunklen ins Helle arbeiten. Was heißen die? Die heißen Es war das reine Amüsement. Und das, es waren schöne Mußestunden. Seht her, wir sind cool. Und was sind die Materialien? Das ist so eine Platte, die heißt, ein Material, das heißt MDF, ist ein relativ neues Material. Es heißt, es verbiegt sich überhaupt nicht. Und Schultafellack ist, mit dem man die Schultafeln lackiert. Und ist eine unglaubliche Sauerei, so klebt und schmiert alles voll und so. Ist ziemlich fürchterlich, hat aber ein wunderbares Schwarz. Und hier, und dann ist das hier, also erst, die habe ich hier auch mit Spachtelmasse überarbeitet und dann so in dieser Farbe grundiert, dann den Schultafellack drüber, also schwarz, mit Sandpapier, so also wieder die, also im Prinzip das Prinzip der Lasur, was ich eigentlich immer mache. Und dann eben das letzte gehüllt dann mit Weiß, das ist dann alles Ölfarbe. Und das Bild heißt Ich bin die Nummer 1. Also ein kleines Format sollte es sein. Es sollte nicht auf Karton sein, sondern auf einem Material, was sich nicht verbiegt. Karton ist so schwierig, muss man auch unter Glas dann tun. Während dieses hier kannst du auch ohne Glas lassen. Und das habe ich dann, diese Versuche gemacht, dann sind die das mir eigentlich alles sehr leicht gefallen. Und ich habe... Das sind ja auch etwas ironische Geschichten dann und die Figuren sind ja alle etwas ungewöhnlich in den Proportionen und haben eine Verzerrung und ich habe sie betitelt auch leicht ironisch und habe dann nach der Operation, also vorher die Wartezimmer, da fielen mir alte Arztgeschichten ein und habe ich dann diese 11 oder so Stück gearbeitet und es ist eigentlich eine ganz leichte Studie, eine leichte Studie.
Ich bin ja nicht bei einer Sache geblieben. Ich habe ja immer verschiedene Sachen gemacht. Immer verschiedene Sujets, verschiedene Materialien. Trotzdem erkennt man, dass das von mir ist. Es gibt da eine rote Linie durch alles. Aber das, immer wenn es mich dann gelangweilt hat, habe ich damit aufgehört. Aber sagen wir nicht, heute ist sie zu Ende und morgen fange ich die neue an, sondern es ist schon, es gibt da schon Übergänge. Und stilistisch hat das ja auch alles eine Ähnlichkeit. Also nur Leute, die nicht gucken können, die sagen, ach, ist ja wieder was Neues. So neu ist das dann gar nicht. Ja, es ist nur anderer Blickwinkel oder ein anderes Material, aber es ist nicht neu.